So, willkommen zu noch einer Amnesia Custom Story. Natürlich sind wir wieder zu zweit hier. Hallo Leute. Und heute mit Dark Salvation, The Unspoken Words Part 1. Ist nur eine Demo, aber mal sehen. Wenn es eine Demo gibt, kommt auch bald das Richtige. Die Vollversion, würde ich mal sagen. Und mal sehen. Ich lasse mich mal überraschen. Achso, ich muss erstmal auswählen. Okay, so. Ah, wir müssen ja für unsere Amnesia-Fans immer mal wieder was hochladen und was machen. Ja, mache ich auch gerne. Also ich mag Amnesia. You wake up in a very eerie? Hat er sich da verschrieben? Keine Ahnung. Eerie Cellar. Your name is Jackson after a veteran of war. Oder Veteran. Das hört sich zu Deutsch an. Just remember to check everywhere when the cupboards. This is only the beginning of your nightmare. Ja. Sind wir mal gespannt. Ja, also wir sind Kriegsveteran. Okay. Vielleicht haben wir ja Waffen und können die Monster damit richtig peinigen oder so. Ja, irgendwie so eine schöne Tommy Gun oder eine MP40 oder sonst irgendwas Schönes, Feines. Aber leider gibt's es ja nicht. Okay, unter Bett ist nichts. Ich find's jetzt schon wieder ein bisschen zu dunkel. Okay, sehr gut. Ey, super, das ist hier die Oldschool-Taschenlampe. Yay. I have a real good feeling. Nein, nicht singen. Und da ist wieder das Tutorial. Ey, ich liebe es. Das ist so super. So. To want this concert, take the. Ach, to whom? Ich lese mal falsch. Lest euch selbst durch. Was ist eigentlich dieses Sirenzeli? Das schreibt mir YouTube auch immer, wenn sie mir eine Mail schicken. Irgendwie, deine Videos sind Copyright geschützt. Nimm sie gefälligst weg. Oder lösche sie. Sirenzeli, das YouTube-Team. Sirenzeli wird bestimmt dann sowas heißen wie mit freundlichen Grüßen oder hochachtungsvoll oder sowas in der Richtung. Achso, ja, stimmt, die schreiben ja mit mir, also dann ist hochachtungsvoll, selbstverständlich, ist ganz klar. Ja, hochachtungsvoll ist ja auch, wenn man das unten hinschreibt, also mit freundlichen Grüßen ist ja das schöne Normale, und wenn du unten hinschreibst, hochachtungsvoll, heißt es so viel wie, ist ein Arsch, leck mich am Arsch. Weißt Ach so. Du? Und das Schlimmste, was du unten hinschreiben kannst, ich dachte, YouTube hat mich lieb. Ja, hochachtungsvoll ist so die böse Variante von, also mit freundlichen Grüßen ist das schöne, liebe, nette und hochachtungsvoll ist das böse. Und das richtig krasseste, was du unten hinschreiben kannst, wenn du einen wirklich zum Teufel wünschst, dann schreibst du mit vorzüglicher Hochachtung. Ja, das ist so, das bedeutet so, du kannst mich mal. Sei ruhig, ich bin angespannt. Moment, da hinten ist ein Loch. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ach so, okay, das hier ist nur kaputt. Also zusammengebrochen. Ich kann hier nicht durch. Das ist gut. Ah, wie viel Öl haben wir? Okay, kein Problem. Ich schaff das. Bis jetzt haben wir noch kein Laudanum gefunden. Das heißt, vielleicht kommen ja keine Monster. Genau. Mal gucken. Eine Tür. Was ist eine Tür? Ja, da ist eine Tür und da hinten aber auch. Ich gucke hier erstmal alles genauestens an. Also irgendwie weiß ich nicht. Das ist ein bisschen sehr karg eingerichtet hier. Also der Innenarchitekt, der sollte hier nochmal ein paar Möbel hinstellen. Nicht ja, guck mal, das ist ein Bierkeller. Ja, trotzdem, weißt du? Aber dann sollen sie es wenigstens vollstellen. Hier, guck mal, das ist doch verschwendeter Raum hier. Ja, ist ja auch im Krieg, ne? Da wurden seine Vorräte halt stark geschröpft. Dann wird es eben total gehakt, dass ich die Tür aufgemacht habe. Shit. Noch eine Tür. Guck mal, schon wieder so ein verschwendeter Raum. Ich meine, wer baut so einen Scheiß, wenn er da nichts reinstellt? Ja, sind wir jetzt außerdem in einem Keller oder sind wir auf einem... Was war denn das gerade für ein Symbol? Da hinten, da hängt einer mit grünen Dingen. Da ist ein Schrank, ich hab Angst. Ich renne blind auf den Schrank zu, du sagst, wenn da irgendwas rauskommt. Ja, so wie immer. Okay, nix, ne? Ja, nix passiert, nie. Ach ja, jetzt habe ich auch gesehen, da hängt einer. Ja, das
Habe ich natürlich sofort gesehen, weil im Hauptspiel gibt es auch so einen Typ, der da so hängt. Da hängt so ein bisschen rum. Schön die Leiche mit Müll bewerfen. Guck mal, da hängt was. Ich will berühren. Berühren. Ist das ein S? Ja, ne? Ja, irgendwie schon. Ich weiß es auch nicht genau. Ja, sehr schön. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, ich verschwende viel zu viel Lampenöl. Aber ist egal. Kannst du mit ihm irgendwie interagieren mit dem? Oder? Nee, aber hier ist ein Brief. Den lese ich jetzt und dann kommt ein Monster und verstecke ich mich. Note of Death. Oder Dead. Ich weiß nämlich, ob es Death. Death ist, Death gibt's ja auch, glaube ich, ne? Death und Dead. Death und Dead, genau, sonst. Das ist der Tod und Tod sein. Okay. Und das hier ist jetzt Death oder Dead? Ich glaube, Death. Das ist Death, ne? Das ist Death, das ist wie der Tod. Und Dead okay. Mit D hinten, das ist genau. Der Tod. Genau, habe ich mir auch so gedacht. Aber ich finde, Death hört sich irgendwie geiler an. Na gut. Don't be alarmed, I died. Bla bla bla. Mhm. You may find diary entries. Entries, juhu, unser Amnesia-Ordner. Get out around. Wir wollten auch jedes Mal einen schlechten Witz machen, das war jetzt meiner dieses Mal. Hey, mir ist auch noch gerade ein anderer eingefallen, aber ich wusste jetzt nicht, ob der jetzt hierher passt. Jo, komm, hau raus. Bei Death und Dead, vielleicht hat jemand euch gesehen, das Supertalent mit den beiden Grufti Girls, die haben sich ja auch Death Angels genannt, und das haben sie gezeigt mit Death mit F, und das waren denn die tauben Engel, weil Death mit F taub bedeutet, habe ich mich weggeschmissen, das wäre jetzt mein Schlechter für heute gewesen. Note of Death, Notiz der Taubheit. Ja, die mit ihrem geilen Keyboard. Ja, und sie hat mehrere Stimmen. Das war am besten. Okay, gut, lassen wir das. Whatever you do, don't die. Ich wette, jetzt kommt ein Monster, ich verstecke mich schon mal. Okay, ja, das ist echt ein bisschen... Oh, die waren aber... Ich fand die gut. Ich hätte die weitergelassen. Ja, aber nur zu deiner persönlichen Belustigung. Ja. Naja, wofür ist denn das Supertalent da? Es ist doch nur zur Belustigung da. Und ich meine... Ja, da hast du wohl recht. Das ist wie DSDS. Am Anfang ist es nur dazu da, um lauter dumme Menschen zu zeigen, die sich sozial selbst auspeitschen. Genau. Weißt du? Die brauchen das wahrscheinlich auch. Und das Traurige daran ist immer, ich glaube auch wirklich, dass die selber dann glauben, dass die gut sind. Das stimmt mich manchmal ein bisschen traurig. So, dass denen das keiner sagt. Ich renne jetzt einfach ganz schnell zur Tür. Einfach weg. Ja, ich würde dir immer antworten, aber ist immer noch Amnesia. Und deswegen bin ich doch angespannt. Sind wir wieder in Deutschland? Dieser Adler auf der Tür... Warte, I need to get out of here. Ja, das ist der deutsche Adler. Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Fuck, ich hab Angst. Soll ich jetzt rennen? Mach exakt, wenn da was ist, falls du mir die Augen zumachen möchtest. Ja, ich mach Augen zu und und renn einmal nach vorne. Da ist noch nichts. Ich bin immer so dumm, ich mach trotzdem die Augen auf. Ja, du bist doch an zwei Türen vorbeigerannt. Ach, an zwei Türen sogar. Ja, hier ist noch eine. Ich dachte, die wäre zu. Ach so, okay, okay. Mach ich das hier erstmal an. Hier kannst du eine Laterne ausmachen, oder? Wenn hier so viel Licht ist? Nee, hier ist gar nicht Licht. Hier ist nix. Ach so. Das finde ich nicht gut. Guck mal, auch die Texturen hier, die backen hier total rum. Weißt du, dass mich das hier alles so ein bisschen an Return to Castle Wolfenstein erinnert? Nee, weil das kenne ich nicht. Ich kenn's auch nicht. Das ist ja schließlich indiziert und verboten. Also, ich habe auch nur davon, gehört. Okay. So, Schränke. Ich hasse Schränke. Obwohl, die Kassenstory ist so schlecht gemacht und hier steht wirklich nichts rum und so. Vielleicht war der auch einfach zu blöd, um Monster zu machen.
Wäre ja cool. Vernunfttrank. So. Schlüssel und eine Note. Erstmal die... Halt. Da fand ich das im letzten... Schränke auf. Im letzten besser. Da war wirklich hinter irgendwelchen Müll war eine kleine Kiste, wo ein Schlüssel versteckt war. Das war wirklich... Das war besser gemacht als hier direkt am Tisch. Ja. Blablabla, for the unlucky reading this, blablabla. Ich can't lesen and so. Na, da steht eine Anleitung, glaube ich, was wir machen müssen. Ich renne immer schnell in den Schrank, wenn ich was aufhebe. Fühle ich mich irgendwie besser. Okay, jetzt du? Mal ganz kurz ruhig, weil sonst höre ich immer nicht, wenn was kommt. Die hier war zu. Okay. Geht nicht. Obwohl im Prinzip muss ich ja gar nicht so in Angst haben, weil wenn was kommt, schrei ich einfach. Da steht ihr ja sowieso total drauf anscheinend. Und Fuck! Okay, war nur Sound. Das war ja schlecht gemacht. Was war das für ein Ding? War das... natürlich? Natürlich... natürlich und naturell. Ach, vergiss es. Ist ja das Gleiche. Oh, so frisch. So frisch und intensiv. Ist naturell nicht ein Joghurt oder ist es ein Raumerfrischer? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee, ein Wasser ist es, ne? Das ist, glaube ich, ein Wasser, naturell. Oh, scheiße. Ich muss ein bisschen mit meinem Öl sparen. Ich laufe hier wirklich die ganze Zeit mit Öl, mit Anna Lampe rum. Also, was stehst du an? Die Lampe ist an und dann mit Anna Lampe. Haha. Mit Anna Lampe, Jetzt haben wir schon zwei schlechte Witze. Nee, drei sammeln. Mit deinem. Ja, wir sammeln heute. Das hätten wir lieber in Harvest machen müssen, da mussten wir ja sammeln. So, since you are reading this note, I'm highly doped you are dead. Mit D. Also nicht death. Wow. 4. Now go through the door and into the main mansion area. You may just find an access to this place. Durch welche Tür? Durch die. Ich bin heute völlig faul, mir die Texte im Kopf zu übersetzen. Ja, ich bin heute auch so schlecht in Englisch lesen. Also sonst bin ich schlecht in Englisch lesen, aber heute ganz schlecht. Oh, das geile Klavier ist wieder da. Das fand ich echt im Nachhinein, mir das auf Sound, im Sound anzuhören. Ich fand die Musik richtig cool. Ja, das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Mir ist es immer so oft passiert, dass ich dahinter falle und nicht mehr rauskomme. Deswegen zur Sicherheit schon mal da so ein kleinen Tisch hinstellen. Okay, gehen wir in die Haupthalle. Dorm Area 1. As he stood in the rain, staring at the people, bla bla bla, he shrunk, bla 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 bla. Bla bla bla, give me your nuclear bomb. Give me your nuclear missile bomb. No, I never want to give you the nuclear missile bomb. Give me the nuclear missile bomb now! Okay. I give you the nuclear bomb. USA dominates. Duty Calls. Falls ihr es noch nicht gespielt habt. Genau. Könnt ihr mal YouTuben, total geil. Gibt's gleich von Gronkh. Ich glaube, der ist auch Let's Played. Also, in Klammern Let's Played, Let's Verarscht. Das ist ja auch nur ein Mini-Level. Ja. Aber da sind wirklich in diesem einen Level sind so viele Klischees aus Kriegsshootern drin, also. Ja. Auf jeden Fall. Man erkennt es auch alles irgendwie wieder. Ja. Hat man einmal COD gespielt, erkennt man es wieder. Ja. So ungefähr. Rank up. Master Sergeant Junior vs. Sergeant to the max. Aber irgendwie passiert hier nichts, wa? Kann das sein? Nee, aber, na okay, du hörst das ja auch nicht. Also, es war hier schon so ein bisschen... Als vorhin da diese Rauchwolke war, da habe ich erst gedacht, es kommt was. War dann ja doch nicht so. Also irgendwie, mir gefällt das alles nicht. Viel zu große Räume und nichts eingerichtet hier, das sieht alles nicht so gut aus. Ja, das ist so, wie als ob der Gerichtsvollzieher hier schon da war und die Bude leer geräumt hat. Ja, so ungefähr.
Und überall Schränke. Und guck mal, einen Schrank direkt in den Raum stellen. Das macht man heutzutage so. Noch 3 Meter hinter dem Schrank Platz, aber nein, man stellt ihn so hin, dass man nicht mehr durchkommt. Vielleicht ist da das Monster versteckt, dass sich durch einen Trigger auslöst und dann der Schrank umfällt und das Monster rüber glitscht. Ey, das wäre eine Idee. Warum sollte da sonst Platz gelassen werden? Lampe ist aus. Irgendwie will ich immer E drücken, damit ich mein Menü schließe. Ich weiß auch nicht, wo ich mir das jetzt angewohnt habe oder angewöhnt. Ich weiß nicht, gewohnt oder gewöhnt. Ich bin das gewohnt und okay. Hab mir das angewöhnt und ich bin das gewohnt. So benutzt man das, glaube ich. Okay. Ey, wo ich hier diese blauen Lampen sehe, muss ich an Resident Evil 4, an den Händler denken. I just for I tell you. It's all over for you. Ja, weißt du, was gerade auffällt? Wir sehen zwei Sätze, aber das ganze Papier ist von oben bis unten vollgeschrieben. Hä? Warte mal. Fatal Error. Cold, bla bla bla. Custom Stories, Dark Salvation. Maps.map. Oh Mann, das hatte ich schon mal. Das ist, wenn man eine Tür macht. Aber die hat keine Levelverbindung, weißt du? Dass der Rechner jetzt nichts laden kann, sozusagen. Weil er den Switch dafür nicht findet. Genau. Oh, schön. Ah, das hat er richtig gut gemacht. Anstatt einfach mal die Tür wegzulassen und dann sagen, okay, Level vorbei. Nein, so macht man das. Hat man erstmal einen Fatal-Error. Also, falls ihr das nicht seht, wir haben hier so ein schön lustiges Windows-Fenster mit das, was wir gerade vorgelesen haben. Super toll. Ja, aber ich hoffe, das wird jetzt noch aufgenommen. Ich glaube, das wird noch aufgenommen. Weil das hatte ich schon mal, wollte sein Hochladen, aber dann war das so scheiße. Das waren auch nur 8 Minuten und dann habe ich es gelassen. Vor 2 Monaten war das aber schon oder so. Blöd. Ja. Ja, das ist schade. Nee, die Custom-Story, also... Wir dürfen ja auch nicht immer die Custom-Stories loben, wie toll sie waren. Also die hier, die war echt scheiße. Ja, die ist kacke. Wir hatten auch schon mal eine angefangen, die wir gar nicht erst hochgeladen haben, weil die einfach nur extrem scheiße langweilig war. Ja, die war langweilig und... Ah, die war unverständlich und nicht gut designt, langweilig und nicht gut designt und langweilig war sie auch. Und ja, 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 das war... Ah, das ist auch immer so blöd, weil die vorletzte, die wir gemacht haben, die war so geil mit dem neuen Monster und dann ist man immer noch mehr enttäuscht, wenn man so eine unspektakulären... Genau. Hat. Ich glaube, so nach White Knight und hier Library of Alexandria oder wie die hieß, da kann nichts Besseres mehr kommen. Ich suche schon immer gute und jetzt habe ich so einen Scheiß hier gedownloadet. Also, ja, echt tragisch. Kacke. Na gut, ja, das war eine Demo. Das richtige Spiel hiervon, die Vollversion werde ich nicht spielen. Könnt ihr mir glauben. Das ist ein bisschen blöd irgendwie, das macht keinen Spaß. Nee. Riesige Räume, wo nichts drinsteht, außer übergroße Weinfässer oder Bierfässer oder so. Nee, nicht gut, nicht gut. Ja, also ich würde sagen, diesmal haben wir wirklich ein bisschen eure Zeit verschwendet. Ja, dieses Mal wirklich 18 Minuten und 20 Sekunden sind jetzt fast. Die habt ihr auf jeden Fall verschwendet. Schlimmer als bei, wie hieß es? Harvest. Harvest. Ja, ist, Harvest. Ich, ne? Ja, gut. Tut uns leid, können wir nichts dafür. Wir haben es nicht designt und gemacht. Genau. Und beschwert euch bei denen, der das da so mäßig gebaut also, hat. Also immerhin merkt ihr jetzt, es ist wirklich blind. Also. Ja. Ja. Na gut, nächste Kassel-Story suche ich mir was Besseres raus. Es sind auch ganz viele geile Maps angekündigt, wo die Trailer schon mega geil sind, wo man auch wieder Taschenlampen hat oder so eine kleine Kerze in der Hand und jetzt nicht diese komische normale Lampe. Wird noch cooler, die sollen alle erst Anfang 2012 und im Dezember und so rauskommen. Also, na mal sehen, ich suche weiter und da kommt noch was. So, gut, dann haben wir jetzt alles gesagt. Wir haben uns aufgeregt, dass die Kassenzeug scheiße war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.